Seit Patch 6.7 haben alle Medkits in DPD 24 Charges und viele Addons wurden auch überarbeitet. Ich will dir dabei helfen, herauszufinden, welche Addon-Kombinationen für dich sinnvoll sind. Die Heilungsgeschwindigkeit spielt in diesem Video keine Rolle. Es geht nur darum, wie viele Charges, wie viele komplette Heilungen ermöglichen. Das hier ist ein Medkit mit seinen 24 Charges. Eine normale Heilung benötigt 16 Charges. Dummerweise haben alle Medkits seit Patch 6.7 einen Effizienzverlust von 33% bei Selbstheilung. Das bedeutet, dass ein Drittel deines Medkits verloren geht, wenn du dich damit alleine heilen willst. Wenn ein Medkit jetzt also 24 Charges hat, bei Selbstheilung aber 8 davon einfach im Nebel verschwinden, dann brauchst du also ein volles Medkit, um dich selbst einmal zu heilen und 2/3 des Medkits, um einen Mate zu heilen. Beim Anblick einer handelsüblichen Claudette irgendwo im Busch am Rande der Karte stellt sich mir die Frage, ob sie auch nur ein Zehntel meines Medkits wert wäre, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt 4 Addons, die dir mehr Charges geben. Bandage, selbsthaftende Bandage, geben jeweils 8, Mullbinde 10 und Gelkompresse 16. Bei 2 Addon-Slots entstehen folgende Kombinationen. Wobei wir hier Gelb und Braun gegeneinander austauschen können, dass sie sich nur durch den Geschwindigkeitsbonus unterscheiden. Das bedeutet, dass es 3 Kombinationen gibt, die dir 2 Selbstheilungen erlauben. Pink plus Braun, Pink plus Gelb und Pink plus Grün. Wobei bei der letzten Option noch 2 Charges übrig sind, damit kannst du ja noch die Claudette im Busch heilen. Zusätzlich solltest du bedenken, dass perfekte Skillchecks dir 3% Fortschritt geben, während Skillchecks, die du nicht triffst, dich 10% kosten. Die rote Spritze braucht selbst übrigens keine Charges, aber du brauchst genug Charges, um die Heilanimation zu starten, damit du die Spritze danach verwenden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken und wenn du diesem Video kein Like gibst, dann campe ich dich am Haken. Hau rein!